So, hallo und herzlich willkommen zum vierten Teil der Videotutorial-Serie Arduino-Block, Arduino-grafisch programmieren. Heute soll es um DC-Motoren gehen. Ich habe hier einen kleinen 9-Volt-Motor genommen. Eigentlich gehört es ja rein theoretisch zum Thema Ausgang, aber die Hardware ein bisschen anders ist, habe ich ein extra Tutorial gemacht. Und zwar, hier ist der DC-Motor. Der DC-Motor verfügt über zwei Pins, ein Minuspol. Dieser geht direkt auf den Ground des Arduino. Und ein Pluspol, dieser geht auf den Ausgang des Transistors. Ich habe es der Einfachheit halber so dargestellt, wie es in echt ist. Also wenn ihr hier vorne die Beschriftung des Transistors lesen könnt, muss auf die rechte Seite und der Batteriepin, also von der 9-Volt-Batterie, kommt auf die linke Seite. Wichtig ist bei dieser Schaltung, dass der Ground, ihr seht jetzt auch, der Batterie mit dem Ground des Arduinos verbunden ist. Und mit dem Ground des Motors. Hat den Hintergrund, wenn ich die 5 Volt aus dem Arduino drauf gebe, müssen die beiden Grounds verbunden sein, denn sonst würde der Motor nicht laufen. Okay, die 9 Volt Batterie oder die Spannung aus der 9 Volt Batterie würde euren Arduino und eventuell euer USB-Port zerstören, sollte diese Spannung auf euer Board kommen. Deswegen hier eine Diode. Ihr seht die Sperrrichtung. Die Sperrrichtung verläuft in diese Richtung, das heißt, das PWM-Signal kann hier rauskommen zur Basis des Transistors, aber die 9 Volt könnten, sollte hier ein Kurzschluss oder irgendwas sein, kann nicht zum Arduino-Board gelangen. Einen kleinen Vorwiderstand mit 1 Kiloohm habe ich hier noch gewählt, damit der Transistor nicht zerstört wird. Also wie zur Hardware. Jetzt die Software. Eigentlich ist ganz einfach, ihr braucht bloß ein Output-Signal. Wählt euren PIN. Ich habe hier PIN 9 jetzt genommen. Dann laden wir das Ganze mal hoch. Und dann seht ihr gleich hier unten, der Motor dreht sich gleich. Wenn ihr jetzt eben über den Digital Write geht, kann der Motor eben bloß mit voller Last laufen. Es sei denn, ihr würdet hier diesen Widerstand ändern. So, jetzt müsst ihr gleich losgehen. Irgendwie ist mein Arduino ziemlich langsam. Ich weiß auch nicht gerade, warum der. So. Jetzt seht ihr, der Arduino oder der Motor dreht sich jetzt mit höchster Drehzahl. Mache ich Low und lade das Ganze hoch. Dann hört er einfach auf zu laufen. In vielen Fällen braucht man aber einen geregelten Motor. Das können wir mit dem Analog Write machen. Hier wähle ich ebenfalls meinen PIN. Jetzt seht ihr, er ist stehen geblieben. Und hier kann ich jetzt einen Wert vorgeben. Zum Beispiel den Wert 37. Und über das PWM-Signal, über meine Diode, über den Vorwiderstand zur Basis, wird die Spannung der 9-Volt-Blockbatterie jetzt zum Motor gegeben. Okay, jetzt müsste sich gleich drehen. Was auch mein PC schon irgendwie ziemlich lahm. Ich lasse gerade im Hintergrund das rechnen. Vielleicht liegt es dann. So, jetzt seht ihr es. Man hört es auch im Geräusch, der Motor dreht sich ziemlich langsam. Und so kann ich jetzt über die verschiedenen Werte, kann ich jeweils meinen Motor ansteuern. So, das war es eigentlich schon. DC-Motor eine ganz einfache Sache, je nach Größe des Motors oder je nach Leistung des Motors und der Spannung. Ich habe hier ein BC547 verwendet als Transistor. Müsst ihr eventuell auch größere Transistoren nehmen oder auch eine Transistorstufe oder ein Vorschaltgerät für eure Basis. So, jetzt dreht er sich wieder schneller und so kann ich Werte von 0 bis 255 eben vorgeben.